Hier erfährst du etwas über Trisomie 21. Ich bin Tino. Ich habe jemanden in meiner Klasse, der das Down-Syndrom hat. Da ich mich damit nicht auskenne, frage ich meine Tante um Rat. Hey Fanny, kannst du mir erklären, was das genau ist? Habe ich das auch, wenn ich mich mal down fühle? Nein, das hast du nicht. Das heißt so, weil der Arzt Langton Down dieses Syndrom als erstes beschrieben hat. Naja, zunächst nannte er es Mongolismus. Also er meinte, dass sie ähnlich aussehen wie Mongolen. Aber das ist eine historische Ansicht und heute wissen wir, dass das unangemessen ist. Deshalb sprechen wir heute vom Down-Syndrom oder Trisomie 21. Bei Mongolismus habe ich sofort an die Beleidigung Mongo gedacht. Hat das irgendetwas damit zu tun? Ja, tatsächlich wurde dieser Begriff aus der Rassenlehre bis in die 1960er Jahre verwendet. Und was ist Trisomie 21 überhaupt? Das ist eine Erbkrankheit. Das heißt, sie entsteht aufgrund von verändertem Erbgut, also durch ein fehlerhaftes Spermium des Vaters oder eine fehlerhafte Eizelle der Mutter. Kannst du es mir genauer erklären? Das mit dem Spermium und der Eizelle? Nein, das mit dem Erbgut. Also jede menschliche Körperzelle enthält 23 doppelte Chromosomen. Also wie viel? Das ist doch Mathe. 46. Yep. Auf ihnen ist unser ganzes Erbgut verschlüsselt. Und darin ist festgelegt, wie du aussiehst. Zum Beispiel, welche Augenfarbe du hast. Und bei Menschen mit Trisomie 21 ist das 21. Chromosom dreimal vorhanden. Also wie viele sind es dann? Schon wieder Mathe. 47. Stimmt. Es sind also in jeder Zelle 47. Davon kann man sich übrigens den Namen Trisomie 21 ableiten. Tri steht für 3 und Somie für das Chromosom und damit Trisomie 21 für das 21. Chromosom. Und über Ursache und Häufigkeit erzählen wir im zweiten Teil.